Zu einer neuen Folge. Wir laufen von A nach B in der Minecraft-WG mit dem Rothermoon. Mhm. Und ja. Hallo, wollte ich sagen. Ja, ich habe gerade die Dose aufgemacht, hast du ja gehört. Und Daria. Hallo. Und die Mifi. Hallöchen. Wäre aber schuld, wenn du dir hier einen Energy Drink aufmachst, während du neben mir herläufst. Nur deswegen habe ich ihn aufgemacht. Meiner ist leer. Ich hatte einen. Ich war am Lingo, ob ich mir gleich noch ein. Ich habe mir zwei gekauft extra für die Aufnahme. Ich habe noch einen Kauf. Dann habe ich mir gedacht, nee, letztes Mal warst du da noch, danach noch 8 Stunden wach. Das lässt du mal lieber. Ich habe das ganz schlau gemacht. Ich war mit meinem Freund einkaufen. Und da waren Red Bull. Die Red Bull waren runtergesetzt. Und ich weiß, dass er sehr gerne Red Bull trinkt. Deswegen so, hey, guck mal, Red Bull im Angebot. Willst du eins? Soll ich da eins reintun? Er so, ja. Dachte ich mir, gut, Freibrief, alles klar. Daneben waren die günstigen Marke im Angebot. Alles geschickt eingefädelt hier. Ja, ich habe jetzt auch Red Bull. Vorher war es der Killerfisch. Du trinkst also die günstigen, ja? Ja, weil mein Freund gezahlt hat, da wollte ich mir keinen teuren reinpacken und selber. Ich trinke sehr wenig aktuell, weil finanziell und Geld und so, ne? Ach so. Ja. Deswegen trinke ich ganz, ganz selten mal welchen. Und dann natürlich den etwas günstigeren, ja, das verstehe ich. Ja. Oh, unser Haus, also. Da hinten ist es. Mhm. Oh, Haus. Am Strand steht's rum. Biom. Oh, Haus. Guck mal, da könnte man wieder abbauen. Welcher Baum? Guck mal, das geht mit dem Port, dann bin ich ja nur ein Tag. Ist der Apfelbaum. Ist denn der Äpfel dran? Nee, aber hier könnte man doch die Gabelung abbauen. Ja, dann hast du eine Säge dabei. Ach, mit einer Säge? Ja, mit einer Säge. Alter, mache ich nicht weiter. Oh Mann. Ach, stimmt, mit der Säge war ja die Chance so hoch. Ja. Hat jemand, hier sind die Blüten ab. Ist hier was angewachsen gewesen an den Bäumen? Nee. Nee, bei dem hier waren keine Blüten. Dann wird so langsam was wachsen. Doch, hier waren überall Blüten dran, als ich vorhin hier war. Das, dann fängt er langsam an, ich brauche Obst. Sich zu entwickeln. Es ist wieder Nacht, ich brauche Obst. Lalalibibubbelo. Wenn ihr Samen habt, könnt ihr die gerne schon bei mir abliefern. Ja, ich komme gleich bei dir vorbei. Ich bin im Häuschen. Ich wollte nur die Büsche abmachen. Und hol uns noch mehr Samen. Die Felder sind zu klein, ich habe schon keinen Platz mehr, ich muss neue Felder anlegen. Ja. Wie rum stehst du eigentlich? Hast du jetzt auch hinten einen Kopf? Oder wie rum stehst du da? Ah, jetzt hat er seinen Kopf gemacht. Da hast du Samen, da hast du Samen. Wo sind denn die ganzen Samen. Büsche? Hinten. Ach ja. Aber bitte ordnen. Ja, ich ordne. So. Wir können doch mal eben schlafen. Glaub ja. Ja. Gute Nacht. Schlaf einfach bei den Büschen. Ich liebe den Schlafsack. Gute Nacht. Mhm. Der Schlafsack ist mega. Schlafsack ist beste. Mhm. So, Schneebären. Oh, Holunder. Wir haben sogar schon voll viel Holunderbüsche. Ja, umso besser. Hat noch irgendjemand ein bisschen was zu essen? Hab nix. Mir warte, du kannst meinen Seetang haben, wenn ich daran ein bisschen rumklammern darf vorher, weil der wird eh bald auflaufen. Kein Problem. Sehr schön. Wow, mega leck. Yep. Halt hier einfach. Okay, du willst Samen mieten, ne? Ja. Also, Rogge. Aber pass auf, dass er dir keine wiedergibt. Kartoffel. Oh, Hafer. Mais, Nute. Soja. Paprika. Tomate. Weißkohl. Kürbis. Du hast das gut aus dem Konzept gebracht. Nix, alles gut. Der Rosa darf alles sagen. Ja, ich hab das schon gehört. Brother wird's tun, ja. Wer kennt das noch? Oh, das ist schon alt. Ach, Brother braucht Fäden, ne? Ich brauch die nicht, ich kann's auch Mief geben oder in die Mob-Kiste packen. Packe die Mob-Kiste. Das ist falsch noch ein Kram. Also Fäden brauchen wir noch viele. Ich glaube hinterher für die Rucksäcke brauchen wir auch Fäden. Das ist nicht nur Jute, wir brauchen auch Fäden. Ja, warte. Oder? Guck noch mal schnell. Alles schon parat hier, rezeptmäßig. Jute und Jute. Ne, wir brauchen da soweit nur Jute-Faser für. Verabschiedet. Tschüss, Browser! Tschüss, Browser. Was wir dafür brauchen, sind einfach nur Fässer, wo wir dann die Jute einlegen können, damit daraus Jute-Faser wird. So, die Fässer, die ich auch da habe, oder was? Sobald die Jute dann bald fertig ist.
die Jute. Ja, aber die Jute wird aber nicht schlecht, die kann man auch so lange lagern. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Was hast du? Möchtet ihr ein bisschen mitkloppen? Das sind ein paar viele Krabben. Oh! Was ist da los? Ich komm rüber, warte. Hammer der Gerechtigkeit! Ich will mithauen, ich brauche Erfahrungspunkte. Ah, wo sind noch mehr Krabben? Kommt her! Blöde Fakten. Ja, genau, Julia, ist klar. Ich töte das Viech und sie sind die Erfahrung ein. Ich brauche die Erfahrung jetzt. Okay, dann töte ich Eichhörnchen. Wofür brauchst du die denn? Erzähl ich euch, wenn es soweit ist. Oh Gott, ey, wie viele Krabben sind da? Ich muss einen Zaun hier rumbauen. Da ist noch eine. Die sind ja noch mehr. Eichhörnchen geben keine Erfahrungspunkte. Scheiße. Geben gar nichts. Willst du irgendwas verzaubern oder was? Oh, für Boss ist? Fast. Fast, okay. Mehr Krabben! Ah, zwei Schläge mit dem Hammer und die sind kaputt. Ja. Da hinten ist noch eine Krabbe. Ich glaube, ich musste mal einen Zaun rum. Hundis! Ja, Alfus! Hundis! Dafür muss ich aber erst noch mehr Baumaterial holen. Alfus! Rein da! Sieht seltsam aus, wenn du schwimmst, dann hast du den Hundis mit dem Kinnriemen da so rum. Ja, ja. Hundis! Werde ich wohl erstmal Erde besorgen müssen. Ein bisschen aufgießen hier. 41 Jute. Reis ist bei fast 80%. Ja, das wächst alles. Ah, nein! Ziemlich schnell jetzt. Wahrscheinlich kann ich das danach direkt wieder anpflanzen, dann wächst das nochmal fertig vorm Winter. Man das wäre ja richtig geil. Zwiebeln sind bei 90%, die sind auch ganz nice. Kann man Zwiebelschnaps machen? Nee. Aber Kartoffeln. Kartoffeln haben wir teilweise auch welche, die bald fertig sind. Guck doch mal. Und dann haben wir gar nichts mehr, was wir einlegen können, aber genug Sachen, wo wir was einlegen können. Kartoffeln 80%. Dann was der Kartoffelschnaps, das passt schon. Dürfte 2 Tagen fertig sein. Moment, ich kann das Viech nicht weiter füttern, weil es nicht zahm genug ist. Ja, ja, du musst es zähmen. Es ist doch. Wie zähme ich das denn? Aber es läuft mir doch schon hinterher. Das macht nichts. Du musst es in gebückter Haltung füttern. Ich hab Quarz. Wo hab ich denn Quarz her? Ich frag mich wie auch immer, zähmt man die weiter? Das weiß ich nicht. Das ist nicht so einfach, Julia. Nicht so wie du denkst. Das dauert wahrscheinlich. Okay. Kann auch sein, ja. Ich pflanze gerade alles kreuz und quer an, weil schon gar kein Platz mehr da ist. Ich muss größere Felder machen. Ja, mach doch. Scheiße. Ja, gleich. Ich baue gerade schon irgendwie wild Erde ab, damit du gleich genug Erde hast. Das ist nice. Das ist natürlich nice. Ich versuche ja heute auszuhelfen, wo ich kann. Höhle über den Kopf eigentlich. Ich muss ja warten, dass das Zeug fertig wird, damit ich Alkohol machen kann. Ja, was anderes. Ich pflanze auch nur an und warte eigentlich. Ich kann nichts mehr. Ich habe 18 Kürbiskerne, alles klar. Wo ist das Kürbisfeld denn? Keine Ahnung. Ich hatte doch irgendwo einen Kürbis. Soll ich hier Erde? Kann ich hier Erde irgendwo hinlegen? Kannst du einfach Wasser da reinkippen? Du hast nur einen richtigen Eimer, ne? Ja, du kannst bitte da mal wegen. Ich muss mal gucken, wo ich den hab. Warte mal. Nee, du kannst ja dann Wasser dazwischen machen. Ich mach einfach hier. Das hier brauchen wir sowieso nicht mehr. Das funktioniert ja eh nicht hier. Ich mach das einfach zu. Ich baue es einfach hier dann wieder Feld dran. Ja. Wie lange sollen die denn werden immer? Hast du dann eine bestimmte. Ja, komm mal. Hä? Das fällt gar nicht runter. Komisch. Ah, jetzt. Hast du dann eine bestimmte Vorstellung, wie lange die Felder werden sollen? Das ist eine gute Frage. Ich hab mir da eigentlich gar keine Gedanken. Ich hab die erstmal angepflanzt. Aber du hast die eh falsch gemacht, oder? Du hast ja alle 4 Wasser gemacht. Du müsstest ja nur alle 8 Wasser machen. Mai, bist du blöd, dummer Hund. Du kannst sie halt eigentlich durchziehen. Komplett. Und dann kann man halt sagen, das erste Feld wird komplett Mais, das zweite Feld wird dann. Dass wir die halt hier, die wo wir meistens von haben, längere Felder anlegen. So oder noch länger? Also. Ich hab dies da. Mach mal da 2 Reihen dran, dann passt das. Dann sind wir beim Baum. So pauschal, dann ist der Baum da weg. Ich sehe nur den, wo du gerade anhast. Nee, du noch ist er nicht. Ach so, dann richtig der Baum bestätigt. Dann stimmt, das okay, das Schlimme ist halt hier das Wasser, das muss man halt alles aufkippen nach der Zeit. Jetzt gucken. Macht ja nichts. Kann ich das schon essen? Aber sonst nicht weiterkommen. Cool. Kürbis. Ich wollte nur Kürbis abpflanzen. Also das da. Hier vorne Zwiebeln, das sieht aus. Da kommen wir nochmal hier so, ne? Das da. Was ist denn das? Ein Walross. Man muss kurz Fleisch wechseln. Dann eine Headcrab. Naja, das sieht so Cthulhu-mäßig aus. Das da. Ach, die machen Huttausch da hinten. Das da. Kann man mal machen. Das ist ja.
Auf unserem Fleischshop. Wie heißt der? Hunde, Fleischtausch? Wie heißt der? Ich werde immer größer. Wie heißt der? Mein Ding. Bitte? Das ist wie das Hobby, Tüte sammeln. Der sieht aus wie so. Wie heißt der? Und, wie heißt der? Na, das ist ja deiner. Ich hab mir jetzt das Wurschtbällchen. Ich nehme einfach den Heiligenschein. Den da. Okay. Gut, entfernen, färben, okay. Favoriten, Kategorien, personalisieren, neu laden. Handle mit einem nahen Spieler. Ria, Startschalt. So. Was jetzt? Warte. Dann musst du jetzt auf Handel akzeptieren, auf diesen kleinen Button. Ah, da ist er. Ah ja, genau. Warte, ich muss ihn leider nochmal neu. Ich habe gerade Fleisch reingelegt. So, jetzt. Ich muss nochmal neu machen. Handeln. Ria, so jetzt. So. Oh, das Wasser wird hinten verdammt tief, oder? Aber ich kann nichts klicken. Kannst du unten nicht abhandeln? Das Wasser wird hinten ganz schön tief, da wo man das alles machen muss. Ich hab das da hinten auch schon gemacht, da wo die... Ja, wahrscheinlich. Diese beiden Felder hier hinten habe ich auch schon komplett aufgekippt. Jetzt? Jetzt weiß ich ja, wo der ganze Dreck hin ist. Ja, ja. Aber das haben wir auch bei unserem Bären haben wir das auch so gemacht. Da mussten wir auch ganz viel nachkippen. Ist ja auch mit am Wasser gebaut. Ist halt leider so, aber... Wir sind halt kleine Holländer, wir versuchen hier Land irgendwie zu gewinnen. Ja, genau. Wir kippen einfach auf, bis wir Land haben, fertig. Ja. Dann haben wir da halt keine Berge mehr, aber wir brauchen schon Berge. Da, you are ready. Waiting for both parties to be ready. Ach. Jetzt. Aber ist nicht einfach eine Schicht Holz darunter zu zimmern oder was? Wäre das nicht einfach was? Dann müssen wir nicht ganz so viel Erde reinkippen, oder? Wollte ich mal versuchen. Ich hatte nur kein Holz. Mhm. Oder Stein oder irgendwie sowas. Könnte klappen. Ich habe ja vorhin ein bisschen Holz gefällt. Ich glaube, das ist noch nicht durch. Oh, Holz. Ich mach den Baum hier mal eben weg. Aber da braucht man eine Säge. Muss ja irgendwie Planken daraus machen, ne? Ja. Ich hab eine Säge im Inventar. Alles ist gut. An Sägen mangelt es hier erstmal. Ich kümmere mich mal weiter um die Felder, dass ich da alles angepflanzt bekomme. Ja, ich kümmere mich ja quasi auch um die Felder. Ja, das Aufbauen von Feldern, das stimmt schon, ja. Das Wichtigste. Sonst können wir nichts mehr anbauen. Sonst können wir nichts mehr anbauen, genau so ist es. Es hat einen guten Sinn, dass ich vorhin Holz hier mehr besorgt habe. Ist ja dunkel. Wollen wir erstmal nächtigen? Nö. Ich hab grad ein Feuer am Laufen. Das ist grad schlecht. Dann nächtigen wir nicht, ganz einfach. Ah, jetzt steht gekocht. Nee, roh. Halb Tour? Du, Mief, das sieht gut aus. Weil wenn wir das alles mit Erde aufgeben müssten, dann würden wir ewig was kippen, weißt du? Da müssen wir halt vorher mal ein bisschen Holz besorgen. Also schlafen willst du nicht, ne? Hat's gesagt. Jetzt musst du kurz warten, weil sonst ist mein Feuer wieder aus. Ja, alles gut. Rabbit. Ich habe einen Rabbit gehört. Ein Frosch. Du und noch ein. Ich muss mir mal eben neue Werkzeuge machen. Mach das. Lass mich ruhig alleine hier auf dem Feld. Ich hoffe, du überlebst. Oh, sind das da unten Hacken? Nee, hoffe ich auch. Bäre. Okay. Oh, ist das der Blutmond? Blutmond, alles klar. Nein. Nein, kein Blutmond. Okay, wir können. Hundi, komm rein. Oh, verdammt. Also. Was, schlafen oder was? Ja, bitte. Gott, also, Digga. Nein, ich kann nicht, ich bin noch vergiftet. Also, mich hat eine Hexe abgeworfen. Kommt die Hexe her. Dann sag Bescheid, wenn du stehst. Und raus vom Wald, da kommt die Hexe her. Hundi, komm doch her, die Hexe bringt dich um.
Ich lieg schon mal. Ich nicht, ich baue so lange weiter. Hier draußen einfach so rumliegen ist ein bisschen doof. Ja, schlimm wohl. Deswegen lieg ich ja schon mal im Haus, dann müsst ihr nicht auf mich warten, soweit ihr euch. Gute Nacht! Oh, alles klar, gute Nacht. Aufpassen, am Morgen spawnen wieder richtig viele Krabben da. Oh, jetzt verbrennt eines meiner Fleisch. Übrigens, wenn du den Schlafsack anhast, habe ich gerade gemerkt, zieht der in dem Moment deine Brust aus, ne? Ja. Das stimmt. Okay. Warum auch immer, aber ich meine, es ist ja realistisch, aber. Die hypnotisieren sich gegenseitig. Die Hypnotisusen? Ja, der Hund und die Hexe. Nein, jetzt hat er die wieder abgeworfen. Der Hund und die Hex. Was ist das denn? Folge aus? Ja. Ja, aber erst seit einer Minute. Ist die Julia noch nicht so weit, wir müssen noch weitermachen. Nein, eigentlich schon vorbei, aber... Gut, dann bis... So, jetzt. Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Tschüss!